Hier, Emojis sehen wir täglich auf dem Handy, aber solche Emojis haben Sie bestimmt noch nicht gesehen. Diese Schlange geht im Netz gerade durch die Decke. Sie hat angeblich richtige gelbe Smileys auf der Haut. Wir haben herausgefunden, wo die prominente Schlange lebt und wir haben ihre Haut mal ganz genau unter die Lupe genommen. Es gibt sie wirklich, die Schlange mit dem einzigartigen Look. Alles echt, kein Photoshop. Nur, wenn die Emojis wirklich kein Fake sind, wie kommen sie dann auf die Schlangenhaut? Das fragen sich Millionen Menschen. Denn das Video von der einzigartigen Smiley-Schlange wird zum YouTube-Hit. Weltweit berichten Nachrichtenportale über sie. Wir besuchen den Züchter. Er lebt in den USA, im Bundesstaat Georgia, etwa eine Stunde nördlich von Atlanta. Hier hat Justin Kobylka sein Schlangenhaus. Hi Justin, schön dich zu treffen. Das ist dein Schlangenraum? Auf den ersten Blick sieht das nicht wie ein Terrarium voller Reptilien aus. Eher wie eine Poststelle. Doch dann öffnet Justin eine der über 100 Schubladen. Darin eine Königspython. Aber ist der Kasten nicht zu eng für sie? In der Natur leben sie in Rattenlöchern oder Termitenhügeln. Das sind die einzigen Orte, wo man sie findet. Wenn man sie in der Wildnis fängt, muss man sie ausgraben. Sie mögen diese Haltung, weil es schön dunkel ist. Sie mögen kein Sonnenlicht und sind nachtaktiv. Justin ist einer der führenden Züchter dieser Schlangenart. Wir entdecken bei ihm Pythons mit ganz unterschiedlichen Musterungen, seine Spezialität. Der Schlangenzüchter hat Kunden auf der ganzen Welt, auch in Deutschland. Der Preis für viele seiner Pythons liegt im vierstelligen Bereich. Diese Feuer-Batman ist eine seiner teuersten. Justin war der Erste, der diese Spezialmuster geschaffen hat. Für Kenner eine Rarität. Diese Schlange ist 15.000 bis 20.000 Euro wert, wenn ich sie verkaufen würde. Auch wenn sie teuer sind, für uns sehen die Schlangen bis jetzt nicht so spektakulär aus. Wir sind neugierig auf die Smiley-Schlange. Ist hier die Emoji-Schlange? Kannst du sie mir zeigen? Klar. Das sind wirklich Smileys drauf. Darf ich sie halten? Ja, einfach so. Oh, wow. Wenn man hier so drüber streicht, merkt man, die sind auch nicht angemalt. Also das Video war wirklich echt. Die Smiley-Schlange gibt es wirklich. Das war ganz schön verrückt. Als ich das Bild veröffentlichte, glaubte niemand, dass es echt ist. Jeder dachte, das ist ein Fake. Justin, du hast Photoshop benutzt. Ich dachte, ich muss das irgendwie beweisen und habe ein 10-Sekunden-Video gemacht. Ich habe es hochgeladen und dann ging die Post ab. Die orangen Flecken gibt es bei gezüchteten Königspythons häufiger. Die Gesichter kommen jedoch so in der Natur nicht vor. Aber kann Justin wirklich Schlangen mit Smiley-Gesicht züchten? Ich habe über die Gesichter keine Kontrolle. Ich will diese schönen orange-weißen Schlangen machen mit diesem orangenen Sattel, so nennt man das. Und die Natur verwandelt diese ab und zu in Smileys. Bei dieser Schlange sieht man, wie der Sattel normalerweise aussieht. Einfach zwei halbrunde Striche. In seltenen Fällen ist der obere Strich durchbrochen und ähnelt dann zwei Augen. Aber die Augen geraten manchmal etwas schief. Das ist nur fast ein Smiley-Gesicht. Das ist ja das Tolle. Meist klappt es nicht, aber bei dieser Schlange gab es gleich dreimal das perfekte Lachen. Das ist Justin als erstem Züchter überhaupt gelungen. Ein Gesicht ist schon selten. Drei auf einer Schlange gab es noch nie. Jetzt lüftet Justin sein Geheimnis. Das hier ist der Opa der Smiley-Schlange. Der hat die Sattelform vererbt. Fehlt nur noch die richtige Farbe. Um ihn knallorange zu machen, müssen wir noch ein anderes Gen hinzufügen. Und zwar von diesem Lavendel-Albino. Das ist also die Oma. Sie hat bei der Paarung das Gen für die orange Farbe geliefert. Inzwischen ist die ältere Dame jedoch ein bisschen vergilbt. Und das ist das Kind der beiden. Also der Vater unserer Emoji-Schlange. Der sieht aber ganz anders aus. Der Grund?
Die sichtbaren Merkmale von Oma und Opa überspringen eine Generation. Die Eltern tragen zwar das Erbgut, doch sieht man bei ihnen Farbe und Muster nicht. Erst bei den Enkeln besteht eine kleine Chance auf den Smiley-Look. Jedes Mal ein Glücksspiel für den Züchter. Die erste Generation zieht man 3 Jahre auf. Dann macht man die hier und zieht sie wieder 3 Jahre auf. Und dann sind die Chancen 1 zu 16, dass es eine orange gescheckte wird. 1 zu 16, ein Glücks- und Geduldsspiel. Die Paarung übernehmen die Schlangen übrigens allein. Das Stelldichein dauert bis zu 48 Stunden. In dieser Zeit verknoten die Schlangen ihre Schwanzenden. Dann kommt es zur Befruchtung. Die Schlangen tun das, was in ihrer Natur liegt. Das Einzige, was ich dabei mache, ich entscheide, wer zusammenkommt. Die Smiley-Schlange ist gut 4.000 Euro wert. Doch Justin will sein Musterexemplar nie verkaufen.